Ich hasse ihn. Ah, jetzt aber, komm, nein, scheiße. Hallo Leute, willkommen zurück zu Star Wars Movie Battles 2, diesmal mit der letzten Mission des zweiten Kapitels. Sie lautet Count Dooku's Escape. Wir werden wahrscheinlich auch manche von euch vielleicht sogar noch vom Film kennen. Wir müssen da halt gegen Count Dooku kämpfen und das spielen wir jetzt einfach mal nach. Ich bin mal gespannt, wie die Mission laufen wird oder wie die ganze ausschauen wird. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt und wir spielen jetzt einfach mal. Übrigens muss ich sagen, auf dem Bild sieht Obi-Wan ein bisschen komisch aus. Ich finde, der sieht gar nicht aus wie Obi-Wan, okay, aber sieht eher aus wie Anakin. Alles klar, ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, ich muss gerade gucken. Wir haben letztes Mal Count Dooku gespielt, spielen jetzt einfach mal den schicken Obi-Wan, yeah. Auf Padawan. Let's go! Ja, es geht jetzt los, würde ich einfach mal sagen. Ich wollte eigentlich schon gestern aufnehmen, aber gestern habe ich irgendwie, weiß ich nicht, da war ich relativ müde am späten Abend, da wollte ich nicht nochmal Movie-Duels aufnehmen. Aber okay. Dann wollen wir in meine Runde in den Arsch treten, wa? Aua, ouch. Der arme Anakin. Auf Deutsch hat er gesagt, ich bin sehr sexy, nämlich von hinten. Oh. Obi stöhnt schon dazu. Der hat ein geiles Lichtschwert, ne? Also ich finde das Lichtschwert richtig geil von denen. Ich finde das cool. Das ist so krumm irgendwie. Ich finde das cool. So, ich würde dann einfach mal sagen, kämpfen wir los, ne? Man beachtet den schönen Hintergrund, Leute. Das ist nämlich hier das auch, wo die drin waren im Film. Finde ich sehr toll, dass sie alles haargenau so nachmachen. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Hier ist diese Plattform. Finde ich auf jeden Fall alles sehr cool, muss ich sagen. Und das war jetzt episch. Hier ist dieses kleine Schiffchen, womit er, glaube ich, angekommen ist oder keine Ahnung. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was das nochmal dargestellt soll. Scheiße. Alter. Ich genau mache alles kaputt und durchtrenne einfach jeden und alles, wo es eigentlich hier, da liegt Anakin. Der schläft mal eine Runde. Der chillt mal. Einfach über seinen Kopf hüpfen. Jetzt kommt hier eine epische Musik. Epische Musik ist episch. Alter. Ich kann halt das Gleiche, was du kannst. Wieso machst du eigentlich keine Blitze? Leute, warum macht er keine Blitze? Genau, einfach mal auf dem Kopf rumhüpfen die ganze Zeit. Alter, wieso bin ich immer so schlecht? Wieso kann ich die Scheiße nicht? Wieso nicht? Ich trenne jetzt den Kabel. Ich sterb Kabel. Griff. Bam. Ich hasse ihn. Ah, jetzt aber, komm, nein, scheiße. Boah. Ich finde es relativ cool, dass ihr auch meine... Ausweichen kannst du eh nicht, weil ich dich jetzt töten werde. Ich finde es relativ cool, dass ihr meine Star Wars Let's Plays... Gute Arbeit. Ja genau, halt ihn das Licht durch die Fresse. Autsch, der Arm. Ich finde es... Lass ihn in Ruhe. Er lebt ja sogar noch. Obi-Wan lebt noch. Ich finde es relativ... Da hat sich gerade irgendwas geöffnet. Ich finde es... Wieso habe ich jetzt zwei Lichtschwerter? Wie geil ist das denn? Wie geil ist... Ach, ich habe das für Obi-Wan, ne? Genau, stimmt. Ich finde es relativ cool von euch, dass ihr meine Star Wars Let's Plays so gerne schaut. Finde ich klasse. Ich meine, der Star Wars Mod, Knights of the Force, Jedi Academy, Movie Duels. Also ich habe 4 Star Wars Projekte am Laufen. Es kommen sogar noch ein paar, sage ich einfach mal, weil, ja, es macht mich ja schon teilweise jetzt auch schon ein bisschen was aus, also Star Wars. Finde ich auch sehr cool, dass ihr das gerne guckt, ansonsten würde ich nicht so viel Star Wars zocken. Ich muss auch sagen, Star Wars ist ziemlich cool
Und es kommen ja auch bald neue Filme raus. Das finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe mal nur nicht, dass Disney den nicht zu doll verunstalten und alles, ne? Das wäre nämlich ein bisschen scheiße. Aber ich freue mich schon, dass neue Star Wars Filme kommen, weil die letzten sind beinahe 10 Jahre alt. Und ich hätte mir schon immer mal gewünscht, ein paar neue Star Wars Filme zu haben. Weil ich gerne mal wissen würde, wie es weitergeht. Und finde ich auf jeden Fall sehr cool. Aber die sollten nicht irgendwie zu oft singen da drin oder so. Machen ja die bei Disney oft. Aber ich meine, die machen auch Fluch der Karibik und so. Und ist auch ziemlich cool. Und da haben sie auch nicht so gesungen oder so. Und ich habe gerade schon meinen Arm verloren. Und da kommt Mr. Yoda. Hallo, ich bin klein und inwüchsig und bin alt und bin grün und habe graue Haare. Bitte verschone mich. Du kannst noch so oft Blitze machen. Ich habe Spritzen gegen Blitze bekommen und damit kannst du mir nichts antun. Dann lass uns mal ein bisschen kämpfen, ne? Ich mag den... Oh ja, genau, voll sein Ohr. Ich mag den Schauspieler übrigens von Count Dooku, muss ich sagen. Der duckelt ja jetzt ab und zu mal hier so schön... Boah, ist das episch. Der duckelt ja ab und zu mal so hier in den USA rum. Macht er das? Ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, der ist schon über 60. War ja da auch schon. Ey, hör auf mich zu treten. Ich finde Yoda episch. Guck mal, der hopst die ganze Zeit hier übelst rum und so. Ich finde das cool. Genau, hey. Du Sack. Was kann ich denn da? Ich spüre. Ach so, ja, toll. Kann ich auch so viel mit anfangen, ne? Nein, lass mich in Ruhe. Wenn man mit Yoda kämpft, dann kommen immer so epische Zeitlupeneffekte, weil er immer versucht auszuweichen. Ich bin ein kleines Bison und ich hüpfe herum. Ah, nein, nein. Es ist so schwer einfach. Da liegen sie beide. Machen gerade Popoliebe. So. Versuchen wir mal hier so ein bisschen was rauszureißen. Am besten so schön wie schnellstmöglich, ja genau, so schnellstmöglich wie es geht hier, ihn zu töten. Ja, volle Kanne getroffen. Er hat gerade übrigens so ein bisschen Anakin mit dem Blitzen getroffen. Ah, klicken, 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 pro Klick ein Fick, los, los, nein, oh, ich bin so schlecht, ne? Bäm. Immer schön draufhüpfen. Heia. Ey, das geht doch nicht. Zeitlupe. Nein, er will sie zerquetschen. Hat sich zwar nichts gelöst, aber okay. Coruscant, ein Bild. Ein sehr hübsches Bild. Aber schon schön, wie alles hier schön hingescriptet worden ist. Yoda hat voll die attraktive Stimme. Hallo, ich bin Mace Windu und hab eine Glatze. Ich finde es cool, dass sie eine Glatze hat. Ich will auch eine Glatze haben. Victory. Ich finde es immer cool, wie er Victory sagt. Das klingt so cool. Erstmal Schokola trinken, oder Pepsi, ohne Zucker. Und ich habe, glaube ich, zu viel Energy Drinks oder mal getrunken, deswegen weiß ich nicht. Trinke ich jetzt eher Sachen ohne Zucker. Ist besser, glaube ich. So, auf jeden Fall, wir haben es jetzt hier beendet. Auf jeden Fall sehr schicker Raum. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt besiegt haben oder nicht. Ich weiß es im Film nicht mehr so genau.
WTF. Es ist schon richtig lange her, dass ich das mal so alles geschaut habe, aber so ein bisschen was weiß ich noch. Aber ich glaube, er ist eigentlich geflohen, ne? Oder? Kann das sein? Oder haben wir den getötet? Weiß ich nicht mehr. So, Leute, es war's mit dem zweiten Kapitel. Ich würde sagen, uns fehlen jetzt nur noch vier. Glaube ich, ja, vier Kapitel. Boah, dann dauert ja noch ein bisschen. Aber freut euch auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall dann wieder weiter. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann. Tschüss.